Und es geht zum zweiten Mal los. Ja, was heißt denn das? Ganz einfach. Ich habe diesen Part schon mal aufgenommen, aber ich habe dabei etwas falsch gemacht. Also muss ich das noch ein zweites Mal aufnehmen. Yay! Geht's mal. Ah ja. Okay, also auf jeden Fall gehen wir wieder rüber zum Grand Prix und beenden heute endlich mal den 40 CCM. Wie ihr sehen könnt, habe ich Birdie freigeschaltet, weil ich hier in den Cup schon mal gespielt hatte. Und ich habe dann auch noch, wie heißt das doch mal? Ja genau, den Cheat Charger freigeschaltet. Und das muss uns heute nicht interessieren, denn wir spielen mit Waluigi. Nämlich den Blitz Cup. Und dort habe ich, wie ihr nicht sehen könnt, auch schon die Sterne. Damit habe ich, wie schon gesagt, Birdie und die und den Cheap Charger freigeschaltet. Und ich glaube noch ein, zwei Sachen. Egal, etwas Gutes hat es aber doch noch. Denn ich darf diesmal wieder die Credits sehen. Und das lohnt sich doch. Geht hier schon mal super los hier. Aber naja, es macht hier nichts, wenn ich nicht immer Erster werde. Schließlich habe ich die Sterne ja schon. Autsch. Da kommt man ja noch gar nicht vor. Was soll denn das? Gibt's noch nicht. Befolgt ihr denn keine Verkehrsregeln? Wohl nicht. Und dafür töte ich euch jetzt. Bam. Waluigis Rache folgt. Und keines seiner Opfer wird überleben. Waluigi time. Ich finde übrigens, dass die Credits von Mario Kart Wii die besten Credits überhaupt sind. Weil ich finde die Musik einfach so cool. Viele mögen ja die Credit-Musik von Super Mario 64, aber ja, ich mag sie auch. Stimmt. Aber ich finde die Musik von Mario Kart Wii viel besser. Oho, und wie ich sehen kann, werde ich sogar vielleicht jemanden überrunden. Ich denke jetzt zwar mal nicht, aber es könnte tatsächlich sein. Ich habe nämlich einigen Abstand. Das könnte tatsächlich werden. Ich habe mir übrigens auch noch mal angeschaut, was denn so alles braucht, um die drei Sterne zu kriegen. Und ja, da habe ich erfahren, dass es bestimmte Penalties dazu gibt. Und wenn man diese Sachen tut, da verliert man auch was. Und es kann doch nicht wahr sein, als ob die mich jetzt überholt. Nein. Warte, geben! Yes! Noch knapper hätte es nicht sein können. Im letzten Moment. Seht ihr, der Itemkasten ist doch zu etwas gebrauchen. Ist ja eher nicht so vorteilhaft, weil man damit nichts blocken kann, aber bei solchen Situationen bringt der Rat einem doch noch was. Hätte ich ihn jetzt nämlich nicht gehabt, hätte ich nicht gewonnen. Und von dem hier gewinne ich jetzt. Ich fände es übrigens schön, wenn immer noch die Server gehen würden. Da könnte ich auch noch so ein richtig cooles Online-Let's Play machen. Naja, das kann ich dann bei Mario Kart 8 machen, wenn wir das dann mal let's playen. Aber für jetzt heißt es erstmal Mario Kart Wii. Weil ich meine, es gibt genug Mario Kart 8 Online-Let's Plays dort draußen. Da muss nicht auch noch ich meinen Senf dazugeben. Da gibt's schon genug von.
Wie findet ihr eigentlich die Idee, dass es Retro Cups gibt? Also, dass man Strecken von alten Spielen nochmal genommen hat und die dann in einem neuen Spiel eben grafisch ein bisschen aufgewertet hat und dann eingefügt hat. Also, das finde ich eine richtig coole Idee. Weil das ist sowohl für Nintendo als auch für die Käufer gut, weil vielleicht gibt es jetzt welche, die eine Strecke aus Double Dash mögen, aber Mario Kart Wii generell mehr mögen. Und die können dann diese gute Strecke eben in Mario Kart Wii auskosten. Wie zum Beispiel das Waluigi Stadion. Diese Strecke hätte ich ja auch nie spielen können, wenn sie nicht in Mario Kart Wii aufgetreten wäre. Und da bin ich auch froh drum. Übrigens, der 100CTM ist doch härter als ich dachte. Ich dachte eigentlich, dass wir dort immer im First Try die Sterne holen werden, aber ja. Ich sag's mal so, das lief nicht ganz so gut im Test. Naja, machen wir uns erst Sorgen drum, wenn wir dort sind. Zuerst gilt's ja noch drum, hier im Blitzcup das hier abzuschließen. Na, High Jump. Im Mario Kart Wii ist auch noch das Gute, dass man so viele Bananen und so kriegt. Im Mario Kart 8 kriegt man dann ja im ersten Platz eher so Bananen. Was Bananen? Münzen. Und ja, Münzen kriegt man eh einfach genug. Ich meine, klar, es gibt dann zwei Münzen und das erhöht nochmal die Gesamtgeschwindigkeit, aber come on. Eine Banane ist doch besser, sonst kann man doch auch ablocken und so. Wow. Ich freue mich übrigens drum, dass King Boo wieder zurückkehrt im neuen Mario Kart. Also ja, ich weiß nicht, ob man es neuen Mario Kart nennen kann. Ich würde eher sagen, im Remastered von Mario Kart 8. Außerdem, diese Strecke ist eine sehr große Strecke. Das sieht man an der Karte. Und das finde ich nice. Und weiter geht's im GameCube DK Mountain. In dieser Strecke gibt es auch eine Abkürzung. Ich habe die im Originalpark probiert und ich habe sie nicht geschafft. Und ich werde es diesmal auch wieder probieren. Und diesmal werde ich hoffentlich mehr Erfolg haben. Wow! Und jetzt hat sie ein bisschen Glück, dass sich Baby Peach nicht mit den Bananen getroffen hat und nein, warte, das waren Shells. Dass sie mich nicht mit den Shells getroffen hat, sonst wären wir jetzt nicht Erster. Übrigens, ich spiele jetzt endlich auch mit den Kopfhörern. Das kann man nämlich so anstellen, dass wenn man... Es gibt ja die Auswahl, wenn man von der Wii U aus zum Wii-Menü geht. Es gibt ja die Auswahl zwischen TV und Gamepad und einfach nur Gamepad. Und wenn man dort TV und Gamepad auswählt, dann kann man einfach den Kopfhörer mit dem... also das Headset mit der Mikrofonseite an den Laptop anschließen und die Kopfhörerseite kann man an das Gamepad anschließen, weil es hat dort so einen Steckplatz. Ja, man könnte jetzt auch theoretisch die Kopfhörer an den Fernseher einbinden, aber come on, wer macht das schon? Und der Bob-Omb ist gerade verschwunden, okay. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass es noch Baby Daisy trifft. Nee, warte, ist jetzt Baby Daisy oder Baby Peach? Ach, keine Ahnung. Vielleicht gibt's auch beide. Und jetzt spare ich mir den Pilz auch mal auf, weil
Wie schon gesagt, es gibt hier so eine Abkürzung und die kann man mit dem Pilz ganz locker aufnehmen. Vorausgesetzt, ich verliere den Pilz bis dahin nicht. Und ja, das läuft gut. Nein! So knapp! Oh, come on! Musste das jetzt sein? Ja, wahrscheinlich. Ich schau mal, ob ich den Windschatten kriegen kann, aber wahrscheinlich nicht. Hab ich sie gerade runtergestoßen? Ja. War eigentlich gar nicht so gewollt, aber okay. Ja, das hat das Problem dran, wenn man einen leichten Charakter nimmt. Der hat eine nicht so gute Highspeed und fliegt auch schnell runter. Ich meine, ich musste sie jetzt nur mit Waluigi schnell anstupsen und die ist schon von der Brücke gefallen. Aber die kam auch extrem schnell wieder hoch, habe ich gemerkt. Übrigens, falls ihr euch fragt, ob ich diesen Island Glitch bei dem, wie heißt es nochmal, ich glaube Sternkopf benutzen werde. Ja, ich werde eine Runde damit skippen, damit es nicht zu lame wird. Und ich schon so eine Art Ansporn dazu habe, es zu probieren. Ja. Also, dass ich da nicht einfach instant Erster werde. Das wäre auch ganz cool. Und wir hätten auch das Rennen eigentlich schon praktisch gewonnen. Nein, nicht ganz, doch. Oh yeah. Und wieder Erster. Und jetzt kommt das letzte Rennen vom gesamten Spiel. Aber nicht vom Play, denn es geht, wie schon gesagt, danach mit dem 100 CCM weiter. Diese Strecke kommt aus dem N64er Teil und ich finde sie richtig cool remaked, weil ich meine, das sieht praktisch echt so gut aus, muss ich sagen. Und das fühlt sich auch so ein bisschen wie ein echtes Level an aus Super Mario 64. Also es fühlt sich nicht so an, als wäre es dazu gemacht, um Rennen drauf auszutragen, sondern als hätte man das aus irgendeinem Mario-Spiel rausgenommen und dann einfach so ein bisschen umgeändert. Das ist doch ein einzigartiges Gefühl. Außerdem, ich weiß nicht, wieso diese Twomps überhaupt vibrieren, weil falls sie vibrieren, passiert gar nichts. Ja, genau. Was? Wie bitte wurde der vor mir nicht ausgebremst? Das kann doch nicht wahr sein. Ich will Gleichberechtigung. Und wieso wurde er schneller groß als ich? Nur weil er hinten war, als der Blitz kam. Luigi, Luigi Boy. Hau doch endlich ab. Du hast hier nichts verloren. Du kannst nichts und ich werde jetzt auch die Abkürzung riskieren. Das wollte ich jedenfalls, aber Luigi wollte es wohl nicht. Wie er meint. Übrigens, ich denke nicht, dass Luigi ein Smash Bros. Charakter wird. Weil davor wird wahrscheinlich Toad ein Charakter, weil Toad ist halt einfach, das muss man einsehen, heutzutage ein wichtigerer Charakter als Waluigi und das war er auch immer. Aber es spricht halt auch dagegen, dass Peach so eine Attacke hat, wo sie einen Toad ausnutzt. Und von dem her wird wahrscheinlich doch kein Toad kommen. Und es ist sehr schade, dass ich keinen Itemkasten erwischt habe, aber dafür diesen Pilz. Das macht's wieder wett. Luigi, ihr könnt tatsächlich gewinnen. Nein. Was? Wie bitte? Ich hab sogar gebremst. Und ich hab geschüttelt.
ob ihr es mir nun glaubt oder nicht. Ich hab geschüttelt. Wie auch immer, ich werde hier die Abkürzung riskieren, weil ich habe ja eh nichts zu verlieren. Ja, nie. Aber das musste jetzt passieren, hm? Nee, ich habe die Abkürzung nicht ganz geschafft. Ja, gut. Hallo. Langsam reicht's aber auch mit dieser Vernichtung von Waluigi hier. Also steht mich nicht falsch. Ich hätte Waluigi auch sehr gerne als einen spielbaren Charakter in den Smash Bros. Aber das Problem ist halt einfach, was für Fähigkeiten könnte man ihm geben? Weil ich meine, so ein richtiges Spiel hat er ja noch nie. Boah! Ab durch die Mitte! Die Mitte wurde gerade Baby Daisy nicht getroffen. Naja. Aber dafür wurde sie hier umso mehr getroffen. Es bleibt spannend bis zum Ende. Okay, gut. Das hat jetzt nicht sonderlich viel gebracht. Aber es war ja ein Versuch wert. Es wird knapp. Aber Luigi ist weit vorne. Sehr weit vorne sogar. Und jetzt bitte hier durch. Ja, genau. Okay, nun gut. Wir müssen mit einer Green Shell auskommen. Peter hat das nicht getroffen. Egal. Das war mir auch mehr oder weniger egal, weil ich habe jetzt schon den Goldpokal und ich habe auch die Sterne. Und das ist, was zählt. Und jetzt kommen die Credits. Nein, noch nicht. Zuerst kommt das hier. Na, welchen Rang habe ich? E, D. Was? Wie habe ich A bekommen? Ich habe doch voll gesagt. Egal. Und jetzt kommen sie, die berühmten Credits. Übrigens, mir fällt gerade auf, dass die Charaktere im Hintergrund richtig billig gemacht worden sind. Sie sind irgendwie so wie Pappaufsteller. Also mit Kopfhörern klingt es wirklich besser als normal. Weil ihr müsst es euch vorstellen, ich höre so den Bass rechts und links höre ich so die Melodie. Und das hat schon was. Ja, okay, ich gebe mal ein fürs Fazit ab. Oder nein, zuerst noch eine Story. Das habe ich auch so beim Originalpart gemacht. Also ja, als ich Minecraft Wii kaufen wollte eben, damals musste ich mich zwischen zwei Sachen entscheiden und damals, müsst ihr wissen, hatte ich eben nur Mario Kart DS und Super Circuit. Und ja, ich musste mich eben zwischen zwei Sachen entscheiden. Zum einen so eine Carrera-Bahn, wo man mit Autos in echt fahren kann, und dann noch Mario Kart Wii. Natürlich war Mario Kart Wii tausendmal besser, ja, und es war auch halb so. Das wäre auch halb so toll wie das andere. Also auf jeden Fall habe ich mich für Mario Kart Wii entschieden und ich werde es nie im Leben bereuen, weil Mario Kart Wii ist einfach so ein geiles Spiel. Es wird so ein unvergessliches Spiel. Ich werde es immer lieben. Ich liebe es auch. Kommt der beste Teil. Okay, gut, Mario Kart Wii. Also kommen wir jetzt mal zu den Städten. Ein dickes Plus. Die Grafik sieht richtig gut aus für Mario Kart Wii-Verhältnisse. Also da gibt es sogar zum Teil solche Lichtschatten-Effekte. Also bei diesem Spiel hat man wirklich vieles aus der Wii rausgeholt. Man sagt ja, Donkey Kong Country Returns hätte die beste Grafik von der Wii rausgeholt. Aber ich finde, das hier hat doch mal etwas bessere Grafik, wenn man jetzt mal von so kleinen Details wegschaut. Also bei den Strecken
sind alle originell. Bei den Retro-Strecken hätte man die Auswahl ein bisschen besser machen können, aber okay, gut. Also beim ersten Cup, was gibt's denn dort? Luigi's Piste. Etwas lame. Danach kam das Bahnhof. Das war auch recht cool mit den Monchis und so. Hat mir sehr gefallen. Danach kam, ja, wie ist das nochmal? Dingsel. Was kam danach? Ja, stimmt, dieses Mushroom Gorge. Das gefiel mir nicht ganz so gut, aber war jetzt auch sehr innovativ. Danach kam Toad's Factory. Das finde ich der beste vom ersten Cup. Hier gab es viele verschiedene Sachen mit diesen Laufbändern und man könnte auch richtig cool abgehen. Das habe ich auch richtig geliebt. Und man kann auch hier bei den Credits sehen, wie viel Arbeit hier im Spiel drin steckt. Es haben so viele Leute dran gearbeitet und es hat sich voll gelohnt. Das Spiel war auch mega erfolgreich. Es hat sich keine Ahnung, 36 Millionen Mal verkauft. Also ein richtig großer Erfolg. Und das ist, glaube ich, eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Das ist auf Platz 8 oder so. Und ich denke mal, fast alle, die das Spiel gespielt haben, werden es nicht bereut haben. Ah ja, an dieser Stelle noch Rest in Peace, Satoru Iwata. Wir danken dir alle für die wunderschönen Spiele, wie zum Beispiel Mario Kart Wii. Nein, ich will es nicht posten. Wie sollte ich auch? Mensch, ich bin kein Kind mehr. Okay, doch. Okay, gut, eigentlich würde ich ja jetzt ein Time Trial machen, aber es ist schon einiges an Zeit vergangen, also würde ich sagen, wende ich den Part jetzt mal hier. Oder nein, ich spiele noch ein sehr kurzes Time Trial an. Welche Strecke soll es denn sein? Wir spielen natürlich mit Yoshi und dem Matchbike, wie immer. Ist hier ganz klar. Manuel. Und wir wählen eine Strecke aus, die wir noch nicht gespielt haben. Wir könnten uns an... keine Ahnung. Probieren wir mal DS Yoshi-Falls. Nein, warte, hier ging er extrem ab. Okay, probieren wir SNES Ghost Valley 2. Das sollte auch schnell gegessen sein, so in einer Minute oder so, falls wir denn gut fahren. Danach ist der Part auch schon gegessen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und ja, macht's gut. Die Pilze, da weiß ich schon ganz genau, wo ich sie einsetzen werde. Es gibt nämlich einen Chick hier. Und ich weiß auch gar nicht, wieso er die Abkürzung nicht benutzt hat oder sie. Sagen wir mal ihr, weil... Oh, ich habe das Falsche benutzt. Ich hab's irgendwie falsch im Kopf, dass das Vordere irgendwie, das ist, wo man schneller wird, aber dem ist gar nicht so. Oh, ich hab zu viel gedriftet. Okay, das probieren wir gleich nochmal. Aber diesmal eben besser. Ja. Übrigens, ist es Zufall, dass der Computer, also der Nintendo-Mitarbeiter, hier einen Geist genommen hat, weil das passt hier so zu Ghost Valley. Ich glaube nicht, dass das Zufall war. Vielleicht aber doch. Ich checke es auch richtig kurz. Deshalb habe ich auch die hier genommen, weil ich meine, wegen den Credits ist der Part schon länger als normal. Und deshalb lege ich hier noch, ja, eine eher kurze Time Trial dran, weil die Credits schon viel Zeit gekostet haben. Und ich gebe das ungern zu, aber es läuft momentan nicht sehr gut für uns. Wir könnten verlieren. Das werden wir wahrscheinlich auch. Okay, ich mach mal keinen Stunt und oh, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Okay,
okay, gut, ich bin zufrieden. Wir haben es probiert, wir haben einen neuen Rekord. Aber wir haben es leider nicht geschafft. Okay, gut, ich probiere mal mit einem anderen Charakter. Vielleicht lag es auch einfach ein Yoshi. Der hat ja keine so hohe Maximalgeschwindigkeit. Und eine andere gute Kombi von mir ist Funky und nicht das Mario Bike, sondern das Bowser Bike, weil das ist auch so ein scharf driftendes Bike. Und deshalb werde ich wahrscheinlich damit besser umgehen können. Nein, nicht das. Ja, genau. Vielleicht wird es besser laufen, vielleicht auch nicht. Oh ja. Ja, ein anderer Vorteil von ihm ist natürlich, dass er ja diesen Extreme Drift einsetzen kann. Ich jetzt natürlich nicht. Und wow, Funky könnte es tatsächlich schaffen. Vielleicht werde ich auch mein Main wechseln. Naja, aber es gibt hier ja auch keine Items. Und vielleicht sollte ich doch nicht die Rampe skippen, weil die hat mir jetzt einiges an Zeit eingebracht. Nice, Funky. Du fangst hier richtig rum. Hopp na! Oh! Richtig schön! Hey, bitte! Ich bin genau in dem Moment gesprungen, in dem er über die Rampe gegangen wäre. Wie viel Pech kann man bitte haben? Okay, ja gut. Ich denke mal, das war's jetzt mit dem Part. Ich schließe noch schnell das Rennen ab. Und ja, das war's jetzt. Tschüss.